Wie werden die Rewards von Masternodes besteuert? Ist eigentlich wie Staking. Ab wann ist man Gewerbetreibender? Die Gebetsmühle, die du jetzt holst, die kenne ich schon auswendig. Aber mach mal. Ja, wir können ja vielleicht einfach auf das Video verweisen auch nochmal. Grundsätzlich Masternodes muss man, wie das ja auch in der Frage vorkommt, unterscheiden, ist das im Privatbereich noch oder ist das schon gewerblich? Wenn man es im Privatbereich ansiedelt, was ich auch erstmal immer tun würde, dann werden Rewards von Masternodes nach § 22 Nummer 3 Einkommensteuersatz besteuert und dann muss man auf jeden Fall den Zuflusswert versteuern. Da war jetzt auch eine Frage noch im Chat, was passiert, wenn ich die Rewards veräußere? Das greife ich einfach mal kurz mit auf. Es kommt darauf an, wen man fragt. Das BMF in seinem Entwurf sagt, den Wertzuwachs muss ich versteuern innerhalb der Jahresfrist. Das heißt, wenn ich jetzt den Coin für 10 Euro bekomme und verkaufe ihn innerhalb eines Jahres für 20 Euro, dann habe ich einmal Zuflusswert 10 und dann habe ich nochmal eine Wertsteigerung von 10. Die muss dann auch versteuert werden. Also insgesamt zahlt man nicht Doppelsteuern, weil nur von 0 auf 20 die Wertsteigerung besteuert wird. Aber ich habe halt zwei eigenständige Besteuerungstatbestände, die greifen. Wir sagen nein. Also der Zuflusswert wird eigentlich von jedem gesagt, muss versteuert werden. Aber wir sagen nein dazu, dass wenn man ein Staking Reward oder Masternode Reward veräußert, dann nochmal Steuern zahlen muss. Rechtstechnisch kann man natürlich darüber streiten, was ist eine Anschaffung? Ja, weil das ist die Voraussetzung, das ist entgeltlich, was ich getan habe. Und da werden sich wahrscheinlich dann auch demnächst die ersten Gerichte damit befassen müssen. Was jetzt die Abgrenzung zur Gewerblichkeit angeht, auch wieder, wen fragt man? Also das BMF hat tatsächlich abstrakt zumindest gewisse Rahmenlinien vorgegeben. Und das ist teilweise einfach nur so ein bisschen die BFH-Rechtsprechung abgeschrieben und halt runtergesetzt. Man dann muss halt entsprechend im Einzelfall gucken. Teilweise ist das aber schon so, dass man ein bisschen Honig draus ziehen kann. Zum Thema Mining. Und ich fasse jetzt Masternode mal, auch wenn es technisch nicht korrekt ist, mal im weitesten Sinn unter Mining. Haben die gesagt, man geht erstmal grundsätzlich von der Gewerblichkeit aus. Muss man. Also seitens des Finanzamtes. Und dann kann es im Einzelfall widerlegt werden. Das soll eben verhindern, dass man halt eben, behaupte ich jetzt mal, hinters Licht geführt wird mit der Argumentation, ja, aber die Stromkosten waren doch so gering. Das ist natürlich ein Argument. Dann fällt man in die sogenannte Liebhaberei vielleicht rein. Aber die Chance, dass man in die Gewerblichkeit rutscht, gerade bei größeren Summen, ist halt einfach da, auch weil es Begehrlichkeiten weckt. Wir haben einen sehr großen Fall in Niedersachsen. Da geht es um mehrere Millionen Euro. Ja, wir haben wirklich sehr viel Glück gehabt mit Masternodes. Die sind da eiskalt und sagen, es ist gewerblich, weil dann gibt es natürlich sehr, sehr viele schöne Steuern. Und das sagt auch das Ministerium. Und die lassen sich aber halt blöderweise sehr viel Zeit mit dem Steuerbescheid, sodass wir noch nicht klagen konnten, sonst hätten wir es schon geklärt. Aber die Tendenz ist da. Das heißt, man sollte dann schon wirklich gute Argumente haben, um zu begründen, warum Masternodes nicht gewerblich sind. Die gibt es auch. Die haben wir auch. Ja, das kann man sich dann auch zum Beispiel über das Begleitschreiben, was wir in Kooperation mit Accounting anbieten, sich dann auch einkaufen, das Know-how. Man kann es aber auch erst einfach mal probieren und sagen, ja, es ist privat, Accounting sagt, es ist privat, Vanilla sagt, der Steuerreport ist eingereicht, das Finanzamt akzeptiert, super. Wenn es da keine Rückfragen gibt, einfach machen. Wenn es Rückfragen gibt, kann man natürlich immer noch mal sich beraten lassen und gucken, wie gehe ich damit. Also auch hier mutige voraus. Ich hoffe, die Frage ist ausreichend beantwortet. Oder wolltest du noch was ergänzen? Weil du sagst mutige voraus. Also man muss da keine Angst haben, das Finanzamt weiß nicht. Das ist ja nur ein Sprichwort. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie halt sagen, nö. Ja, also ins Gefängnis kommt keiner, weil man halt eine falsche Rechtsansicht aus Sicht des Finanzamtes hat. Wichtig ist einfach nur, dass man alles, was man gemacht hat, offenlegt. Und wenn man alle seine Daten gewissenhaft in Accounting einspielt und halt nicht mal sagt, oh ja, Kraken lasse ich mal raus oder naja, was früher mit Mt. Gox gelaufen ist, wird schon niemand interessieren, dann gibt es auch keine Probleme. Sprich, wenn man ein Tool, wir empfehlen, Accounting ist unser Kooperationspartner, wie du gesagt hast, gibt ja noch andere, gewissenhaft nutzt und nichts auslässt, dann kann man da auch die verrücktesten Rechtsansichten vertreten. Das Schlimmste, was passiert, das Finanzamt sagt nein und rechnet halt selbst ein bisschen rum. Und das kann man dann halt kaufen und sagen, ja, mache ich, ja, nehme ich. Oder halt sagen, nö. Und dann streitet man sich drum. Das kostet Zeit, das kostet vielleicht Geld, aber deswegen Mut braucht man da nicht, sondern halt einfach nur eher einen soliden Partner an der Seite, tooltechnisch, als auch was die Rechtsberatung in Problemfällen angeht und halt Zeit und Geld. Ja. Aber sonst nichts. Was ich auf jeden Fall damit sagen will, also das ist ja wie gesagt auch nur ein Spruch, mutige voraus. Es
wie gesagt, vertretet auch das, was ihr vertretet. Wenn ihr transparent seid, habt ihr nichts zu verlieren. Und deswegen ist es aber einfach so wichtig, dass ihr diese Transparenz auch habt, dass ihr das vernünftig nachtragt und nichts anderes. Von daher sehr gut, dass du das auch so sagst. Ich hatte heute nämlich im Chat auch genau das Thema. Ja, also ist egal, ich brauche das gar nicht weiter auffächern. Ich kriege das sowieso nicht richtig zusammen. Ich mache mal lieber weiter mit den Fragen.